So ernstere Themen und sowas, so Sexismus und sowas. Das ist einfach ein schwieriges Thema. Ich hab auf Facebook, wurde mir was zugeschickt. Eigentlich im Grunde genommen war das Sexismusdebatte in der Nussschale. Also pass auf, so Lidl hat Kinderschlafanzüge produziert. Ne? Also ganz klassisch für so Mädchen in rosa und für Jungs in blau. Und es gab so Aufschriften, bei Jungs war die Aufschrift, sei dein eigener Superheld. Und für die Mädchen war die Aufschrift, Papa ist dein Superheld. Und das ist super krass. Das ist super krass. Und sofort schrieb eine Frau auch bei Facebook, direkt auf dieser Lidl-Seite, Leute, das ist die Definition von Sexismus. Also jetzt nicht nur die Farben, so die auch, aber vor allem diese Schrift. Also warum kann jetzt nicht zum Beispiel ein Mädchen auch ein eigener Superheld sein? Also warum muss denn jetzt der Superheld von einem Mädchen so ein Mann sein? Das ist doch Sexismus, oder nicht? Und auf ihren wütenden Kommentar gab es insgesamt 9650 antwortende wütende Kommentare, was eine Menge ist, selbst für Internet. Und ungefähr 6.000 bis 7.000 dieser Kommentare waren wütend. Nicht auf Lidl, sondern auf die Frau, die sich anmaßen musste, dieses Thema anzusprechen. Und ungefähr 3.000 Mal kam der Satz, sag mal, hast du keine Probleme, Mädchen? Und die Antwort ist, doch. Sexismus, das war das Problem. Aber das geht nicht. Sobald du das Thema Sexismus auf den Tisch stellst, kommt irgendjemand, meistens ein Mann, vorbei und macht und dann ist das ein anderes Thema. Du musst das beobachten. Du musst nur anfangen zu sagen, pass auf, wenn du Frauen jetzt anonym befragst in Deutschland, dann gibt jede fünfte Frau an, jede fünfte, dass sie entweder jetzt unter häuslicher Gewalt leidet oder schon mal litt. Das ist eine Menge Frau. Das heißt, auch in diesem Saal sind es gibt aber auch Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden. Stimmt, Andreas. Das ist ein guter Punkt. Für eine ganz andere Diskussion. Müssen wir drüber reden. Aber ja, warum denn? Wir müssen ja nicht jetzt drüber reden. Wir können ja dann. Das ist ein bisschen so, als würde ich sagen, du, der Himmel ist blau. Das ist, viele Sachen sind blau. Ja. Aber auch der Himmel, Andreas. Du brauchst gar nicht anfangen zu sagen, Frauen verdienen in diesem Land immer noch weniger Geld als Männer. Also auch klar, gibt ja auch Männerberufe und Frauenberufe. Weil Männerberuf ist viel, sitzt in einem Büro. Dann ist da eine Zahl, dann machst du so und dann ist mehr Zahl. Und damit wirst du reich. Damit und mit. Und dann gibt es Frauenberufe. Frauenberufe machen, was machen die? Die machen Kinder erziehen, Alte pflegen. Und selbst wenn eine Frau in dem gleichen Büro arbeitet, mit der gleichen Zahl, bei gleicher Qualifikation, gleicher Arbeitszeit, gleichem Arbeitsaufwand, gleicher Ausbildung, verdient sie trotzdem weniger Geld. Ich sage keine Prozentzahl, weil dann streiten wir 4 Wochen, ob das nicht vielleicht 0,1% weniger waren. Aber schon 0,1% ist ja unfair, also ist ja schon ungerecht. Es ist ja schon, es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Ja, das stimmt, Andi. Möwen fliegen, Käfer fliegen auch. Jesus. Dieses Thema ist sofort, es wird sofort, alles ist immer so emotional und niemand hat mehr Bock auf dieses Thema, bevor es eigentlich angefangen hat. Sexismus ist das neue Vegan im Grunde genommen. Als das anfing, war es genauso. Als die ersten Menschen meinten, nee, ich esse kein Tier mehr. Gar nichts mehr. Da waren Menschen überfordert, klar, und meinten, ja, okay, was weiß ich nicht, was soll ich dir, bist du eine Wurst oder ich weiß gar nicht, was ich. Also, nee. Nee, also ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Wir haben eine ganz neue Definition dafür, aber Wurst ist Tier, ist also viel, viel Tier. Und das esse ich auch gar nicht mehr, also auch gar nicht mehr. Also auch keine Milchprodukte und auch keine Eier und das so. Oh, er isst was Besseres jetzt. Soll ich dir einen Stock braten oder was? Willst du Moos auf deinen Burger, du Elch? Ich stehe mir daneben und denke, warum geht dir das Thema so nahe? Also warum bist du so wütend auf ihn, nur weil er kein Tier ist? Warum gibt es ganze Comedy-Programme, in denen vorkommt, du, kennst du die Leute, die nicht wollen, dass wir Tiere mit Strom töten? Warum geht dir das so nahe? Und es ist mit Sexismus das Gleiche. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, pass auf, ich weiß, du meinst das nicht so, und wir haben ganz neue Definitionen, aber das ist, das, was du gerade gesagt hast, das ist Sexismus. Da darf ich gar nichts mehr sagen. Was darf ich denn überhaupt noch sagen bei Frauen? Weiß ich nicht, Ole. Vielleicht hallo. Und dann versuch sie nicht zu vergewaltigen. Das ist Schritt 1. Kriegst du das hin, Ole? Okay. Ich weiß, wir haben ganz neue Definitionen und Tittenmäuschen war gestern noch ein Kompliment. Aber das, was du gerade gesagt hast, war Sexismus. Das war schon so, oh, er ist was Besseres. Die Tittenpolizei ist da. Soll ich mich jetzt entschuldigen oder was? Soll ich mich jetzt entschuldigen, Sternchen innen? Oder was soll ich jetzt machen?
Nee, es reicht, dass du anerkennst, dass Frauen in diesem Land nicht gleichberechtigt sind. Nicht zu 100%. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist nicht so... Guck doch mal nach Saudi-Arabien. Ja, aber warum denn? Warum ist das denn ein Argument? Das ist ein bisschen so, als würde ich zum Arzt gehen und sagen, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und er meint, Menschen haben AIDS. Oder? Und das stimmt. Aber es macht meinen Fuß nicht besser. Es hat nichts mit meinem Fuß zu tun. Ich meine, klar, das ist schwer. Es ist schwer für Männer, diese Verhältnisse umzukehren, weil die Verhältnisse bisher waren genial für Männer. In den letzten immer Jahren war die Verteilung, Männer haben Macht, Männer sind sexy, Männer haben Geld, Männer haben Arbeit, Frauen sind auch da. Das war die Verteilung. Und klar, das ist schwer, das umzudrehen. Wenn du jetzt auf einmal sagst, pass auf, all das, was so männlich ist, können Frauen genauso gut. Frauen können die gleichen Sachen wie Männer. Ja, aber ab und zu muss man Sachen hochheben. Ja, Steffen, das stimmt. Lass mich das spezifizieren. Ja, wenn ich als Soldat muss Frauen mich, wenn ich verletzt bin, raustragen. Du hast völlig recht, Steffen. Du hast völlig recht. Lass mich das spezifizieren. Frauen können genauso alles gut wie Männer. Für einige Sachen müssen sie kurz körperlich trainieren. Okay, und dann können sie alles genauso gut wie Männer. Und dann kriegen sie noch Kinder obendrauf. Und das ist schwer. Natürlich ist es schwer als Mann, das zu akzeptieren. Wenn du auf einmal sagst, das ist deine Männlichkeit und all das können Frauen genauso gut, dann ist da so eine Lücke. Und dann müssen Männer sich selber was suchen, um sich als Mann zu fühlen. Und viele Männer suchen nicht lange genug. Ich glaube, dass das viel das Problem ist, weil man Angst hat, dass diese Lücke sich schließt und dann das Erstbeste nimmt, was da ist. Und dann sich denkt, ich weiß nicht, was ist denn männlich? Was ist denn? Vielleicht ist es, ich glaube, es ist Fußball. Ole, ole. Und ich stehe da und denke, wirklich? Also ist das jetzt die Antwort auf die, natürlich, Fußball ist super geil, dumme Sau. Weil meine Mannschaft hat eine andere Farbe an wie deine Mannschaft. Lele. Weil der aus Portugal in meine Stadt gezogen ist. Schneller als der aus England in deine Stadt gezogen ist. Deutschland! Und ich stehe da und denke, such doch weiter. Da warten so viele schöne Sachen. Und du darfst das selber bestellen. Wenn du morgen sagst, weißt du, was dafür sorgt, dass ich mich männlich fühle? Backen. Digi, dann back. Back, wie noch nie ein Mensch zuvor gebacken hat. Du darfst das entscheiden. Es kann backen sein, es kann mit Frauen gut umgehen sein, es kann Gefühle haben sein, es kann die Kinder beachten, die deine eigenen sind. Vielleicht ist das ein guter Start. Warum muss man da aufhören? Klar war das früher schwieriger, oder war das früher einfacher sogar. Also heute ist es schwer. Ich meine, für mich war es auch einfacher. Ich habe keinerlei männlichen, körperlichen Merkmale. Und das meiste, was Männer geil finden, ödet mich an. Aber klar war das früher einfacher. Du gab es einen bestimmten Weg und wenn du den gegangen bist, dann war klar, du bist Mann. Das hat niemand angezweifelt. Da warst du Bergbauer. Und dann waren nur Männer. Es waren Männer und ein Kanarienvogel, von dem du hoffentlich nie was gehört hast. Das war Bergbau. Also hast du 10 Stunden am Tag hast du Erz abgebaut. Dann bist du mit Kalle und Wollo und Rolli noch, hast du noch 16. Hier ist es Weißweinschorle, die in 0,5 Litern in diesem Bereich kommt. Was dafür sorgt, dass Menschen so drauf sind. Ich weiß nicht, warum das okay ist. Aber dann hast du das gemacht. Dann hast du dich weggeballert, dann bist du nach Hause, hast die Alte mit dem Gürtel vermöbelt. Das war männlich. So, will ich das für mein Leben? Absolut, aber es ist nicht mehr cool. Deswegen brauche ich was Neues. Das ist das Problem. Nein, natürlich will ich das nicht. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und meinte, du musst das schon anerkennen. Es ist ja schon genial für Männer. Also zu sagen zu können, du Hausfrauen arbeitest, was für Frauen, ich guck Fußball. Natürlich, der Typ liebt den Traum. Und meine Frau meinte, ja, okay. Okay, ich verstehe, was du sagen willst, aber dann brauchst du ja auch eine Frau, die das mitmacht. Willst du so eine Frau, Moritz? Willst du so eine Frau, die nichts für sich selber will? Willst du eigentlich nur so eine Frau, die ihr Leben besteht aus daraus für dich zu kochen und zu putzen und zu bügeln und zu wienern und zu bohnern und die Kinder zu erziehen und die Kinder ins Bett zu schicken, bevor du nach Hause kommst. Man weiß nie, wie mein Mann drauf ist. Mein Mann ist wie eine Wundertüte. Man weiß nie, wie viel drin ist. Und dann macht er dir dein Essen, das hoffentlich nicht zu warm ist, aber auch nicht zu kalt. Und dann nickt sie, wenn sie gefragt wird. Und wenn sie gefragt wird, dann darf sie reden. Willst du so eine Frau, Moritz? Und ich meinte, absolut, das ist genau das, was ich will. Kannst du so sein und darf ich dich dann mit dem Gürtel vermöbeln? Ist das irgendwie machbar? Nein, natürlich nicht. Das Problem, ich würde ja so eine Frau finden. Es gibt ja solche Frauen. Das ist ja das Ding. Du findest ja, geh zu Mario Barth in eine Show. Warte davor, nimm einen großen Kescher, nimm die ersten 3 mit nach Hause. Eine von denen wird sein, hundertprozentig. Also du kannst so eine Frau ja finden. Diese Selbstkasteiung im öffentlichen Bereich.
Meine Frau ist nicht so. Meine Frau ist der Shit. Sie ist derbe anstrengend. Was sie zum Shit macht. Meine Frau ist der Hammer. Und das lerne ich jetzt, das lerne ich jeden Tag wieder neu wertschätzen. Wie viele Sachen darauf basieren, dass sie der Wahnsinn ist. Allein, dass ich hier stehen kann. Dass ich mein Geld damit verdiene, dass ich mich hier hinstelle und meine Witze euch erzählen kann. Kann ich nur deswegen, weil meine Frau in diesem Moment zu Hause sitzt mit zwei Kindern, was die Hölle ist. Das heißt, alles an Erfolg, was ich bekomme, fußt darauf, dass sie auch ihren Teil macht. Ohne sie könnte ich hier nicht stehen und wir würden verhungern, weil sie keinen Job hat. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man das wertschätzt, was das Gegenüber macht. Punkt zwei ist, dass ich Gefühle habe wegen meiner Frau. Ich habe nicht Gefühle, weil ich Bock habe, traurig zu sein, sondern weil ich weiß, wenn ich nicht anfange, meine Gefühle zu zeigen und offen zu legen und zu bearbeiten, wird sie sich in 3 Jahren scheiden lassen und davor habe ich Angst. Also bin ich heute verletzlich und traurig. Das ist der Deal, den ich eingehe. Punkt drei ist, dass meine Frau mir gezeigt hat, wie schön Sex sein kann. Ich hatte auch vorher Sex ohne sie, weil man hat Sex, aber ich war nie besonders gut im Sex. Es gibt so Männer, die sind der Wahnsinn im Bett. Und dann gibt es noch eine viel größere Gruppe an Männern, die behaupten, sie seien der Wahnsinn im Bett. Und ich gehöre nicht mal zu der Gruppe. Ich bin kein Tiger. Ich kann nicht mal so tun, als wäre ich ein Tiger im Bett. Ich bin auf einer Skala von 0 bis Tiger. Bewege ich mich auf der Ebene einer gut gepflegten Zimmerpflanze. Das ist meine Betriebstemperatur. Und durch meine Frau werde ich ab und zu zur Katze. Und das muss man wertschätzen können. Das ist... Und wir hatten nicht allzu viel Zeit dafür, also für diese sexuellen Momente, weil wir haben Kinder gemacht und zwar relativ fix. Also es war so, es war 6 Wochen lang war dieses, oh, was soll passieren? Oh, wir haben Sex hier und da und so, was soll passieren? Und nach 6 Wochen war klar, das ist das, was passiert. Das bleibt da. Der geht nicht weg. Der kann nicht mal gehen. Der kann nichts. Und klar, so weiter Sex, aber halt nicht mehr. Erstens ist er nicht mehr dieses, was soll passieren? Es ist eher dieses, nee, habe ich voll Bock drauf, aber bevor wir anfangen, haben wir alle Utensilien da, die verhindert, dass das nochmal passiert. Und du hast weniger Sex, ist natürlich klar. Leute, wenn du ein Kind hast, du hast weniger Sex, weil du bist völlig im Eimer, da guckt immer jemand zu, sobald du anfängst, ist das nächste Geräusch nach, und dann ist okay, bleib so, ich bin in 4 Stunden wieder da und deswegen funktioniert das nicht. Aber wir haben dann irgendwann, weiß ich nicht, alles wird einfacher. Alles wird irgendwann einfacher. Alles wird einfacher, wenn die Kinder 2 sind. Einfach, weil mein Sohn vor mir das nicht mehr da war. Ich habe keine Ahnung, wo er war. Er war nicht zu Hause auf jeden Fall. Nein, er wurde betreut, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall war er nicht zu Hause. Und wir saßen zu Hause. Und das war die erste Woche, das war krass zu merken, nach 2 Jahren. Ach, so fühlt sich ein Leben an. Weil ich hatte wieder Zeit für mich und meine Frau hatte Zeit für sich. Und wir hatten Zeit zusammen. Und die erste Woche war so, boah. Und in der zweiten Woche waren wir, boah, ich ertrag dich nicht. Können wir ein zweites Kind machen? Deswegen meinte ich, ja, okay, toll, machen wir. Erstens, weil ich ein zweites Kind wollte. Und zweitens, weil ich dachte, ich wollte diese 6 Wochen nochmal aufleben lassen, weil das war schon der Shit. Es war die beste sexuelle Erfahrung meines Lebens. Weil ich war damals schon auf Tour. Also ich kam nach Hause zu ihr in die Wohnung und habe sie geweckt um 3:30 Uhr morgens und wir hatten Sex. Ich vollgepumpt mit Adrenalin und sie so ein bisschen verschlafen. Das war der Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Und deswegen dachte ich, okay, als wir dieses zweite Kind machen wollten, dachte ich, okay, das können wir wieder aufleben lassen. Und deswegen kam ich von der Tour nach Hause und weckte sie morgens mal 4 und meinte, komm, wir haben Sex. Und sie meinte, bist du bescheuert? Ob du behindert bist, ist meine Frage. Gib mir die Wärmflasche. Was hast du damit vor überhaupt? Ein perverses Schwein. Womit sie einen Punkt hatte. Es ist schwer, diese Romantik aufleben zu lassen, aber es... Nein, ich hasse es, wenn Menschen sagen, mit der hast du echt Glück gehabt, weil das ist ja kein Glück. Ich habe sie geschwängert und sie musste bei mir bleiben. Das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat was mit einer relativ hohen Risikobereitschaft zweier Parteien zu tun. Ja, das Risiko ist ungefähr so, bei der Sportwette würde ich das nie eingehen, aber wenn ich denke, ja, mit ihr teile ich den Rest meines Lebens. Die ersten 6 Wochen liefen so gut, was soll da schief gehen? Ja, wobei, klar, natürlich ist es zum Teil auch Glück, weil... wir beide das Glück hatten, mit Eltern aufzuwachsen, die uns beibringen konnten, wie man mit jemandem zusammen sein kann, sodass der gerne bei einem bleibt. Ich meine, das ist ja auch Glück, das habe ich auch nicht ausgesucht. Und auch das lerne ich jetzt erst wertzuschätzen bei meinen Eltern oder vor allem bei meinem Vater. Es gibt so relativ viele Sachen, die ich bei meinem Vater nie wertschätzen konnte, bis mein Sohn geboren wurde, bis ich verstanden habe, alleine wie viele Stunden dieser Mann mit mir verbracht hat, die so unbeschreiblich langweilig waren. Vor allem ohne mich zu schütteln.
Mir war nicht klar, dass das ein Ding ist, bis meine Frau beim ersten Mal schwanger war und ich angefangen so Ratgeber zu lesen, die mir teilweise 8-mal erzählen, schütteln Sie nicht Ihr Kind. Ich dachte, natürlich nicht, der Typ ist keine Rassel, was erwartest du von mir? Warum erzählst du mir das 8-mal, bis mein Sohn geboren wurde? Und ich dachte, okay, klar. Natürlich, weil du 7-mal am Tag diesen Drang hast zu machen. Schläft. Ich habe meinen Vater gefragt, was war das Anstrengendste für dich? Und er meinte, das Anstrengendste war nicht diese Langeweile oder dieser ganze Kram, sondern dieses Gefühl, dass dieses Gefühl wechselt. Weil dieses Gefühl, das ich auch erst kennengelernt habe, dass das beste Gefühl der Welt ist, dass da ein kleiner Mensch steht. Mittlerweile bei mir zu Hause zwei kleine Menschen, die mich abgöttisch lieben, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Das ist ein so erhabenes Gefühl. Und irgendwann ist das Gefühl weg, weil irgendwann kommt Pubertät. Anscheinend schlafen Kinder ein, ich auch anscheinend, mit dem Gefühl von, der Typ ist der Shit. Und du warst auch mit dem Gefühl von, der Typ weiß nichts. Du weißt, du bist der uncoolste Mensch. Es macht mich traurig, wie peinlich du mir bist, Vater. Der Typ weiß nichts. Und das Ding ist, er wusste nichts. Weil wir hatten mit 14 entschieden, was ist derbe uncool? Jacken. Keine Ahnung warum. Winterjacken waren derbe uncool. Jeden Tag meinte mein Vater, Moos, wir haben -3 Grad, zieh dir eine Jacke an. Oh, du weißt ja nichts. Oh Gott. Ich habe mir den Mund gekotzt, so peinlich bist du mir, Vater. Das ist wirklich. Und stand ihm ein komplettes Jahr da und war überzeugt davon, ich bin der Geilste, die lieben mich. Aber das ist wichtig, dieser Abnabelungsprozess ist extrem wichtig. Und meine Eltern waren zu liberal. Es war zu. Irgendwann war ich Punk. Also ich war so viel Punk, wie man Punk sein kann, wenn dein Vater dich zum Geld schnorren mit dem Auto in die Innenstadt fährt. Das war mein Level an Punk. Aber es gab diesen Morgen, an dem ich entschieden habe, nee, jetzt reicht's hier. Weil ich hatte mich abends mit meiner Mutter gestritten und dachte so, jetzt zeige ich euch das mal. Und habe mir mit ihrem Einweg-Beinhaarrasierer selber so einen Irokesenschnitt mehr geritzt als rasiert tatsächlich, weil das Ding rostig war. Habe das aber so hoch gemacht, diesen Iro mit so Haarspray und den mit Nagellack angepinselt und kam zum Frühstück und meinte, so Mutter, das ist Phase jetzt hier! Meine Mutter guckte vom Frühstück hoch und meinte, wo ist deine Haare? Das ist fesch. Und mach weiter Frühstück. Und das funktioniert nicht. Du musst deine Kinder rebellieren lassen. Das ist meine Aufgabe, meine Kinder rebellieren zu lassen, aber trotzdem aufzupassen, dass sie nicht mit 18 anfangen, Nutten abzustellen und ihre Haut anzuziehen. Also irgendwie dieses Mittel zu finden von dieses Kind muss irgendwie gesellschaftlich akzeptabel sein, aber trotzdem immer noch cool. Und das ist eine schwere Aufgabe. In der Praxis, in der Theorie ist das nicht schwer. In der Theorie ist die Aufgabe, ich muss meinem Kind einfach nur einen vernünftigen moralischen Kompass mitgeben. Das ist alles, was ich machen muss. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, die viele Menschen jetzt im Moment stellen, so, oh, die Welt, wie können wir die Welt besser machen? Es ist in der Theorie nicht schwer. Du müsstest einfach nur dafür sorgen, dass immer und immer mehr Menschen einen vernünftigen moralischen Kompass haben. So, es gibt Menschen, die haben einen vernünftigen, viele von euch haben das wahrscheinlich. Wenn ihr über diese Witze lachen könnt, dann deswegen, weil ihr wisst, das ist, viele haben nicht gelacht, aber es ist viele trotzdem auch, einige sind am Lachen, einige keep the show up. Aber ansonsten kannst du entscheiden, pass auf, also das ist ernst und das ist nicht ernst. Also darüber kann man lachen und darüber nicht. Was man nur weiß, weil man weiß, eigentlich ist das richtig und das ist falsch. Moralisch, ethisch, empathisch gesehen ist das richtig und das ist falsch. Das ist dieser Kompass, von dem ich rede. Und das Problem in Deutschland und in sehr vielen anderen Ländern ist, dass jeden Tag Menschen geboren werden, die keine Chance auf diesen Kompass haben. Einfach nur deswegen, weil deren Eltern schon keine Chance auf diesen Kompass hatten. Und das wird immer weitergegeben. Und klar, das ist viele sagen jetzt, man müsste da einschreiten, aber das darf man nicht, weil der Staat hat nichts zu suchen in der Erziehung. Ja, aber das ist doch pervers, dass wir genau wissen, wer diese Eltern sind und nichts daran ändern. Ich sage ja auch nicht, wir wollen die bestrafen. Ich sage, man könnte doch ein Angebot machen. Warum gibt es nicht ein Wochenende im Jahr, an dem diese Menschen, bei denen man das weiß, dass sie diesen Kompass fehlt, einfach einlädt? Falls sie einen Job haben, werden die an dem Wochenende trotzdem bezahlt. Du kriegst die auf Staatskosten, fahren die in eine Schule, in eine Lehranstalt, ein Schloss, ist doch völlig egal. Irgendwohin, wo es geil ist. Einfach raus aus diesem Alltagstrott. Da bringen wir die hin und dann kriegen die 3-mal am Tag eine gute Mahlzeit. Vormittag gibt es irgendwelche Kennenlernspielchen, weil es gibt immer irgendwelche Kennenlernspielchen. Dann haben alle ein geiles Zimmer mit einem schönen Ausblick. Nachmittags teilen wir die in Gruppen auf. Und dann knallen wir die alle ab. Satire, hey. Mein Agent sagt das nochmal. Also, es ist, weil
Es läuft auch im Internet, es ist nicht gut, wenn man das nicht klarstellt. Wobei mein Agent hat keine Ahnung von der Bühne, er weiß nur, wie man das verkauft, also was er meinte war. Oder lach einfach über den Witz, denn wissen Sie, dass das nicht ernst gemeint war. Ich habe gemerkt, es klappt nicht, dass ich sage. Und dann knallen wir die alle ab. Das macht es nicht besser, deswegen dachte ich, ich sag das nochmal. Schön, dass das viele verstanden haben und einige Fackeln anzünden. Schön, das war von mir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tutengag, Sie sind ja immer doch nah. Schersöhn, dann jetzt hier uns abonnieren oder uns gerne einen Gaumen nach oben geben. Schankedön. Dring, dring. Dring, dring. Hallo? Jetzt nicht. Auf Wiedersehen.